Gute und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Star Wars Outlaws. Ich hoffe, ihr habt das letzte Mal abonniert. Bitte, bitte abonnieren, ne, ihr bösen Buben und Mädels. Das ist sehr wichtig, dass der Kanal abonniert wird. Hier machen wir gerade weiter. Wir müssen hier noch mit Rico treffen, okay. Und schauen wir, ob wir das hinkriegen. Alles sauber. Alles sauber. Nein, du siehst mich nicht. Oh Mist. Fleischmodus. Nicht. Du hast mich nicht gesehen. Verrat mich nicht, du kleines Roboter-Ding. Ach, hier rein. Okay. Ist wieder Schicht im Schacht. Ist das die richtige Richtung? Aha, du bist fast da. Okay, das sind wir richtig. Mal schauen, wie lange das jetzt noch hier geht, ne? Nicht, dass wir jetzt 10 Minuten spielen und dann ist die Folge rum, weil wir es durchgezockt haben. Direktor Barscha duldet keine Nachlässigkeit. Egal, wann er gelandet ist, sein Shuttle muss ständig startbereit sein. Ich will keine Ausflüchte hören. Ich will Taten sehen. Man sieht's sich nicht. Kann ich aufstehen? Gar nichts. Der Sektor ist sauber. Naja. Ich denke mal, es geht noch ein bisschen weiter. Aber man weiß ja nie, ne? Okay, ist alles zu. Oh, hier werden sie geladen, oder was? Oh. Fahrt. Ne, kann man nicht anschubsen. Oh. Automatisch? Hey, ich sehe dich. Komm runter zu mir. Gab's keinen leichteren Weg? Willst du's leicht oder sicher? Sicher leicht. Darth Vader ist wieder davon geflogen, ne? Geil. Geil. Tief heute. Ich bin überrascht. Du hast dich verändert. Sehr. Mein Leben ging weiter, nachdem du weg warst. Das mag nicht viel zählen, aber ich... Ich hielt es für das Beste. Und sieh dich an. Du hast mich nicht gebraucht. Ja. Okay. Ich hab's gehört. Schwafel, hm? Du hast mich nicht gebraucht. Natürlich hättest du die Mutter gebraucht. Ich sprüche da immer, ne? Reddit. Oh, fein. Das ist schön gemacht, ne? Das finde ich geil. Aber ich würde gerne einsteigen und losfliegen mit so einem Ding. Ein TIE Fighter. Ich nehm's schon. Man muss das nichts nicht machen. Ah. Interessant, die Kapseln.
Hier liegt noch was für mich rum. Dann nehmen wir das auch, ne? Oh, der Sound ist nett. Schön. Gefällt mir. Ich werde hierbei aber nicht erschossen, oder? Was glaubst du, warum ich dich da lang schicke? Hier läuft alles vollautomatisch. Es ist keiner da, der auf uns schießen könnte. Gut. Das ist nämlich deutlich schwerer, als es aussieht. Besser als erschossen zu werden, Kleine. Ja, das stimmt schon. Besser als erschossen werden. Das kannst du gut. Du hast viele Aufträge hinter dir. Hab nie aufgehört. Inzwischen sind sie nur größer. Ja, so ist das Leben. Ach, da ist er doch. Ich hab gedacht, das wäre jetzt eine Spionin. Okay, Zielgerade. Verschwinden wir von hier. Zielgerade? Weißt du, wir... Also du... Warst gut. Das hat funktioniert. Ja. Wie in alten Zeiten. Ja, ja, ja. Den guten. Den guten Zeiten? Das Mutter-Tochter gesponnen, ne? Wieso wird ich jetzt... Gehen wir rein? Na gut, also los! Für die Rebellion! Was? Ha, als ob die sowas drauf hätten! Der Ton unterbricht manchmal ein bisschen. Du solltest nicht zurückkommen, Kay. Seit wann höre ich denn auf dich? Sieht genauso aus wie früher. Warum was ändern, was funktioniert? Geht's dir gut? Klar. Ich hab nur Sachen gesehen. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen. Sag ihnen nur das Nötigste. Es gibt ein Problem. Zerik Bash ist nur eine Fassade. Und Sliro ISB. Kusa! Imperiales Sicherheitsbüro. Der imperiale Nachrichtendienst. Die überwachen alles und sind viel gefährlicher als Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, sind nicht nur wir tot, sondern alle, die wir kennen. Wer jetzt aussteigt, verabschiedet sich auch von 157 Millionen Kredits. Du hast es gewusst. Wärst du hier, wenn ich's gesagt hätte? Dank Farik, Nobata, Dazapichotza! Doch jetzt hast du Angst. Du hast alles verloren. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Oder ein paar Millionen für einen Ex-Imperialen, um abzutauchen. Und Rebellionen brauchen mehr als nur Hoffnung. Erst recht, wenn sie scheitern. Kay. Wir wären alle jetzt nicht hier, hättest du nicht bewiesen, dass es geht. Du hast den Tresorraum selbst gesehen. Das ist deine einzige Chance auf Freiheit. Kein Sliro, kein Todesmal, niemand, der hinter dir her ist. Was sagst du dazu? Beim letzten Versuch ist mir ein Schwachpunkt aufgefallen, und zwar ist es der Hangar. Diese Codes bringen uns ins Belüftungssystem. Sliros Tresore sind mit Energieschranken gesichert. Nichts, womit zwei Hacker nicht fertig werden. Sobald die Schranken aus sind, werden die Geschütze aktiviert. Ich sichere den Fluchtweg durchs Casino und tue ganz harmlos. Der TT-8L-Droide, der den Tresor bewacht, ist das Beste auf dem Markt. Aber ich bin besser. Hm. Der Tresor hat Chromium-Zeitschlösser, ist nicht zu knacken. Tagua cutis patisa, cava blasto no via no lia. Wenn wir den Tresor haben, müssen wir schleunigst da raus. Wie wär's mit der Kanalisation? Es gibt keine Pläne, aber mit einem Sender könntet ihr uns finden.
ND5 und ich warten am Landeplatz mit der Bahnbrecher. Und dann auf in die Freiheit. Na gut. Wenden wir das Blatt. Auf in die Freiheit! Ja gut, geht's noch weiter, ne? Mutti ist da? Mom! HDL! Aber ich kann trotzdem nichts machen, ne? Huh? So, dann sprechen wir mal mit ihm. Hallo, Nix. Hallo! Und? Hättest du gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Die Chance, dass ich wegen dir sterbe, lag bei 30%. Ist doch nicht schlecht. Und die Chance, dass ich dich erschießen muss, bei 93. Uff, okay. Ach, tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ja, es ist noch nicht vorbei. Bist du bereit? Oder willst du noch mal mit allen reden, bevor es losgeht? Mit der Crew reden erstmal, oder? Ach, ich rede mit ihnen. Letzte Chance, hä? Hm? Sag Bescheid, wenn du soweit bist. So. Was ist los? Er will nicht reden. Er will nicht reden. Aber der hat doch einen Punkt. Ah, jetzt will er reden. Was ist der Anlass? Wie ist Gatti Toki? Si di tavenza du yokola ben mio his prior de puno. Chut no lia. Di chut wajo ta norgo. Schlau. Hätte ich mir mit meiner Schwester gewünscht. Bei mir sind's die Eltern. Als ich sie zuletzt sah, wurde ich zum Imperium geschickt. Hm. Als bin ich Deserteur. Und damit kann ich nie wieder nach Hause. Und du, Kay? Ich glaube, wir standen niemandem sehr nah. Noa nakukit. Atima yokola. Toka prebram tinka jigraba jagrancha stuf. Ja, mit Mama reden, ne? Mutti. Wollen wir loslegen? Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich habe sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert habe. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich habe noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit einer neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhaust, Rico. Hey, ich habe mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Oh, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram, ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst, ob mit oder ohne Geld. Ach ja. Auf einmal, also wir gehen. Wir machen es. Gut, ich bin bereit. Was machst du mit deinem Anteil? Heißt es Ölbad? Ich bekomme nichts. Was? Das ist unfair. Ich bin ein Droide mit einem Hemmbolzen. Und Eigentum von Jalen Vrax. Das muss doch nicht ewig so bleiben. Wir nehmen Gedeeks Freiheitsheck. Nein, Kay. Wenn wir das schaffen, bin ich reich und du frei. Alle gewinnen. Stopp. Ich stehe loyal zu Jalen. Zu Jalen allein. Wenn du vom Plan abweichst, wäre ich gezwungen, dich zu eliminieren. Nein. Nein, das meinst du nicht ernst. Es spielt keine Rolle, Kay. Legen wir los. Wir verschwenden Zeit. Ja, halb's eh nur so ein Roboter. Stück Metall.
Altmetall. Jetzt finden wir raus, wie gut Jalens Pläne sind. Es ist nie exakt wie im Holo, oder? Der Coop. Gut, sobald ich das Sicherheitssystem ausgeschaltet habe, überbrücken wir die Zugangsluke und gehen rein. Das ist das Anwesen. Erster Halt ist das Sicherheitsgebäude. Von da schalten wir die äußeren Verteidigungsanlagen ab. Bleibt in Deckung. Ich kümmere mich um einen Weg zum Sicherheitsgebäude. Ich begleite dich, Kay. Nein, wirst du nicht. Das muss leise gehen. Nice. Gut gemacht. Warte mal. Was war das? Das ist gar nicht wie. Was passiert? Da. Ruhe. Kein Alarm! Schnell, keine Verstärkung, keine! Ah. Da war ich zu voreilig. Dann machen wir es etwas anders. Das kriege ich hin. So, erstmal den hier. Ah, jetzt sehen die mich da. Was soll das? Ja. Warum sehen die mich? Muss schon anlocken noch ein bisschen. Ist hier jemand? Also, und raus, was ist. Bin ich bereit. Da ist noch einer, vier. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl. Jeder sollte Angst vor mir haben. Max, sag, was du kannst. Was will das Vieh? Geh doch mal hin. Drüben. Da ist doch was faul. Ein Tag wie jeder andere. Mit uns legt man sich besser nicht an. Was war das? Du darfst hier nicht sein. Leg los, Nix. Ich kann es mit jedem aufnehmen. Moment. Was war das? Ich sehe dich. Ich ist so? Zurück ans Werk. Oh. Ui. Zieh mal hier rüber. Essen?
Ja. Der ist zum Essen da. Hab ich auch zum Fressen gerne. Nein, nicht. Sehr gut. Hast du sowas schon mal gesehen? Oh. Da ist nichts. Ich brauche einen Nebenjob. Lenk sie ab, Nix. Was will dieses Ding? Will dich begrüßen. Will Hallo sagen. Hallo. Will auch Hallo sagen hier. Da ist nichts. Ein Chaos, aus dem man sich nicht freischießen kann. Sieht ihr mich schon jetzt? Oh Mann. Rüber. Ich würde mich von dem Ding fernhalten. Willst du Ärger? Nur mal her. Widerliches Tier. Zurück ans Werk. Mach's halt so. Alles sauber, entspannt euch. So. Wollen wir hier hochgehen? Zeit, sie abzulenken, Nix. Das gefällt mir nicht. Hm? Was ist das für ein Ding?
Oh, das. Der Plaster erschreckt mich jetzt mal. Ich hab gedacht, ich wurde entdeckt. Kommen die einen jetzt hierher? Das habe ich noch nie gesehen. Komm nur mal her hier. Der andere geht, ist gut. Verschwinde hier! Dann kriege ich den hier auch noch. Und weg mit dir. Sicherheitsgebäude gehört dir. Ich habe genau den richtigen Druiden dafür. Komm, mach's los. Ah, die kommen jetzt erst runter. Na ja, okay. Und jetzt? Oh, ich geh mal weg. Geh mal wieder im Weg rum. Ah, das ist locker. Okay. Ich bin so stolz auf den Kleinen. Komm oh. Schon! Wir müssen zuschlagen, bevor sie merken, was los ist. Hey, warte hin, warte hin! Los. Wie wär's, wenn ihr auch... War weg da! Die hören nicht... Oh nein! Mann, der andere hat mich voll gesperrt. Hol den Blaster! Hol den Blaster! Wir geben sie auf. Was im Namen? Das ist noch nicht vorbei. Lass die Lupe auf, Asara. Verstanden, Truppführerin. Muss das sein? Nix. Hol den Blaster. Ich will den Blaster haben, jawohl. Bring her. Und jetzt? Reingehen.
Wo? Ich öffne die Luke. Genau, machen wir das Loch auf. Okay, macht euch bereit. Ich leg jetzt los. Gut gemacht, ihr Funk ist ruhig. Okay, das kann gern so bleiben. Schöne Luke. Und runter. Hinein und... Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Denk dran, ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Die Luke verriegeln? Seid ihr noch ganz sauber? Oh, Mann. Okay, wir müssen den Ventilator und den Saft abdrehen. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Hoppla! Nehme ich jetzt noch mit. Gut, Leute, wie es weitergeht, ne? In der nächsten Folge. Teilen, liken, abonnieren. Es wird spannend, ob wir überhaupt ans Geld kommen. Weiß ich nicht. Dauert noch ein bisschen länger, ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Cheerio.